Leute legen Gegenstände an völlig ungeeigneten Plätzen ab. Du räumst immer meine Sachen weg und ich kann sie dann suchen. Arno, du hast ihn gestern feierlich am Pool im No Limits eingelassen. Ich war doch dabei. Rebecca? Sorry, ich wollte nicht stören. Oh Gott, was machst du denn hier? Kultiviert, androgyn, sexy. Ah, und diesen Schal könnte ich mir sehr gut dazu vorstellen. Boah, Rebecca, lass das endlich, okay? Ich mach dich an. Ja, die ganze Zeit schon. Und jetzt tu nicht so. Also entschuldige mal. Wir machen hier gerade eine Anprobe für dein neues Outfit, ja, mit der Tristan und du mich beauftragt habt, wenn ich dich daran erinnern darf. Und dazu gehört halt auch, dass ich dich beim Abstecken ab und zu berühre. Aber das ist rein professionell. Ja, genau das habe ich gerade bemerkt. Sag mal, weißt du eigentlich, wie du mich hier gerade hinstellst? Als notgeile Verführerin, die sich nicht zurückhalten kann, weil du so unwiderstehlich bist? Also ich habe mich im Griff im Gegensatz zu dir. Jessica, heute ohne Pizza? Sie haben mir letzte Woche eine Pizza vorbeigebracht. Wahrscheinlich aus Sorge darüber, ich könnte das Essen vergessen. Diesmal habe ich was vergessen. Zucker. Zucker? Ja, natürlich. Kommt sie rein. Ich lebe mit einer Feinschmeckerin zusammen. In dieser Küche fehlt es an nichts. Leider kam sie die Sachen immer überall herum, wo ich sie nicht finde. Mm. Fragen Sie mich mal, wenn man mit vier Jungs zusammen wohnt, dann findet man nie was. Ah, da ist es. Wie viel brauchen Sie? 130 Gramm. 130 Gramm. Übrigens, dieser kleine Vorfall letzte Woche, das mit dem Ordner und dem Müll. Die Buchhaltung, die im Müllschlucker gelandet ist. Ja. Der perfekte Ort für sowas. Mal ehrlich, wer will denn nicht am liebsten seine Buchhaltung in den Müll werfen? Ja, jedenfalls wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das meiner Mitbewohnerin nicht erzählen würden. Sie macht sich immer so viele Sorgen und schließlich kann sowas doch mal passieren. Wir haben uns doch geeinigt, das bleibt unter uns. Haben wir? Ach ja, natürlich. Also umso besser. Ah. Oh, hallo. Hallo. Ja, ich schaue dann mal, ob das mit dem Karamellisieren funktioniert. Denn da steht drin, wenn man zu lange wartet, dann verbrennt der Zucker. Ja, das kann schnell passieren. Danke. So früh habe ich gar nicht mit dir gerechnet. Gab es Streit mit Rebecca? Nein. Wieso? Wie kommst du darauf? Ich frage nur, vielleicht haben dir die Entwürfe nicht gefallen. Doch, ganz im Gegenteil. Deshalb habe ich ja auch das hier für dich anbehalten. Das habe ich schon gesehen. Ja, aber nicht mit Hose in Kombination so komplett.
ist genau der androgyne Touch, von dem ich gesprochen habe. Was hast du eigentlich immer mit diesem Androgyn? Nicht zu feminin, aber trotzdem weiblicher Sex. Gefällt's dir denn jetzt oder nicht? Es ist absolut hot. Ich hab echt Durst. Willst du auch was trinken? Wer kannst du was bringen lassen? Nee, ich hole uns was, ja? Nein, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich nicht mit dir reden will. Ich habe nur gefragt, ob es in Sachen M-Punkt irgendwelche Entwicklungen gibt. Nein. Ja. Du, pass auf, es ist gerade schlecht, ja? Ich komme jetzt einfach mal bei dir vorbei. Tschüss. Eine hervorragende Idee. Was? Dass du dich mit jemandem irgendwo anders triffst. Ich hoffe nur, es ist kein Date. Und wenn, dann will ich es gar nicht wissen. Und ich hoffe, du gehst jetzt gleich. Ne? Deine Hoffnungen wurden erhört. Bye. Andi, wenn du dich jetzt nicht gleich aufschwingst, dann erzähle ich allen, dass du heimlich auf meinem Stepper trainierst, in meinen Hotpants. Das stimmt überhaupt gar nicht. So, ihr kommt bitte erst zurück, wenn ich euch eine SMS geschrieben habe, ja? Willst du meinem Bruder jetzt einen Heiratsantrag machen, oder was? Ich hoffe ja immer noch, dass er zur Vernunft kommt. Danny und ich haben uns jetzt 25 Stunden, 13 Minuten und 30 Sekunden nicht gesehen. Genau deshalb plane ich einen Pedageabend. Wir wollen gar nicht wissen, was das ist. Ein perfekter Daniel-Jessica-Abend. So was gibt's überhaupt gar nicht. Da kommt immer irgendwas dazwischen, also probier's erst gar nicht. Andi, bei mir funktioniert alles, ja? Ciao. Als könnte ich die Finger nicht von ihr lassen. Natürlich kann ich das. Auch wenn es schwerfällt. Ich meine, sie steht halbnackt vor mir und ich schaue sie an. Ich schaue ihr in die Augen und will sie einfach nur küssen. Scheiße. Aber ich habe ihr nur den Blazer abgesteckt. Ehrlich, ich habe sie nicht angemacht. Ja, ich glaub dir. Ja, Marlene bildet sich das alles nur ein. Und warum? Ja, und jetzt glaubst du, sie hat sich eigentlich aus einem ganz anderen Grund aufgeregt und willst sie von mir die Bestätigung einholen? Nein. Nein? Ich weiß, dass es so ist. Marlene hat Schiss, weil sie sich das erste Mal von einer Frau angezogen fühlt. Und jetzt schlägt sie wild um sich. Ich meine, ist doch wahr. Ich habe ihr gesagt, ich gebe ihr die Zeit, die sie braucht. Aber nicht, wenn sie dabei auf meinen Gefühlen rumtrampelt. Mist. Hey. Du bist 10 Minuten zu spät. Aber ist nicht so schlimm. Zu spät? Für was? Wir haben doch gar keine Uhrzeit ausgemacht. Und jetzt setz dich bitte. Wir können sofort mit dem Essen beginnen. Aber lass mich vorher noch kurz duschen, ja? Ich muss mich echt mal frisch machen. Nein, wir duschen später. Zusammen, damit wir endlich mit dem Essen beginnen können. Schön, aber ich sag dir direkt, ich hab nicht viel Hunger. Das ist Bula Beiße. Mhm. Bula Beiße? Kennst du es nicht? Das ist ganz edles. Mit Fisch? Du meinst Bouillabaisse? Wow. Habe ich irgendein wichtiges Datum verpasst? Nein, wieso? Naja, du bist irgendwie so auf
offiziell und dann noch so nobles Essen. Auf einen perfekten Abend. Ja, Prost. Hey. Hey, wenn du was trinken willst, Joseph ist gleich bei dir. Ja, das auch. Und, du sag mal. Ja. Willst du vielleicht reden? Reden? Worüber denn? Du weißt doch sowieso schon alles. Und außerdem, was wird das hier, eine Selbsthilfegruppe? Hallo, ich bin Marlene, ich habe beim Flaschendrehen eine Frau geküsst und das muss ich jetzt unbedingt mit einem Schwulen besprechen. Krass. Du hast ja wirklich Redebedarf. Nein, hab ich nicht. Und falls du es vergessen hast, dich habe ich auch geküsst und das war nicht gerade ein schneller Schmutzer. Das habe ich nicht vergessen. Möchtest du vielleicht darüber reden? Nö. Wie wundervoll, dann können wir die Selbsthilfegruppe ja wieder auflösen. Ja. Was war denn eigentlich mit Rebecca im Pool? Das weißt du also auch schon. Hat Rebecca dich geschickt, um mich auszuhorchen? Wenn sie wüsste, dass ich hier mit dir rede, wäre sie wahrscheinlich sehr sauer. Und wusstest du eigentlich, dass ich mal mit einer Frau zusammen war? Mit Nico? Und sie war nicht die Einzige. Nee. Das wusste ich nicht. Aber egal, spätestens jetzt geht dieses Gespräch in eine völlig falsche Richtung. Ach, und ich war so sauer auf Olli. Der hat mein ganzes Gefühlsleben durcheinander gebracht. Aber mein Gefühlsleben ist total in Ordnung. Ich bin mit Tristan zusammen, wir sind glücklich. Das könntest du Rebecca ausrichten. Rausgeschmeckt, dass da Safran drin ist? Aha. Hast du es nicht gemerkt? Nein. Aber jetzt, wo du sagst? Naja, vielleicht ist der Nachtisch hier eher dein Fall. Ich hab doch gesagt, ich fand's lecker. Ja, aber wie? Lecker. Sonst nichts. Darf ich nach einer Doppelschicht nicht einfach mal müde sein? Daniel, doch nicht heute. Hier, probier das. Sieht köstlich aus. Was ist das? Creme Brûlée. Auch französisch. Oder spreche ich das jetzt auch wieder falsch aus? Nein, nein, nein. Das ist bestimmt köstlich, aber irgendwie fehlt mir dazu heute echt die Kraft. Musst du ja keinen abbrechen. Der Abend beginnt jetzt sowieso erst richtig. Worauf hättest du jetzt am meisten Lust? Sag. Ganz ehrlich, ich hau mich auf die Couch und du massierst mir die Füße. Ich bin völlig kaum, mir tut alles weh. Was denn? Jessica? Hey! Da bin ich. So, ich will alles wissen über deinen spanischen Liebhaber. Oh ja, ein andermal gerne. Elisabeth, es geht um Arno. Ah! Alzheimer-Test. Moment. Er kann sich nicht mehr erinnern, dass wir eigentlich zerstritten sind. Er hat vergessen, dass er seinen Zollstock in einem feierlichen Akt im No Limits eingebaut hat. Er wirft wichtige Unterlagen in den Müll. Und er versucht, das Ganze von mir zu verbergen. Ein Indiz dafür, dass er sich selbst schon Sorgen macht. Oh, nein. Nein, Charlie, ich glaube, du interpretierst da viel zu viel hinein. Ja, vielleicht. Deshalb brauche ich deinen kühlen Kopf. Das sind 8 Fragen, die von Freunden und Verwandten beantwortet werden müssen. Um herauszufinden, ob jemand, naja, Erscheinungen von Demenz zeigt. Also, du musst darauf achten,
ob er sich Namen nicht mehr merken kann, ob er Dinge aus der Vergangenheit nicht mehr weiß. Ah ja, und wenn er häufig Sachen wiederholt, das kann auch ein Hinweis sein. Du machst dir ernsthaft Sorgen, oder? Er verändert sich, Elisabeth. Wenn Sie mich fragen, geht's für ihn ab jetzt nur noch in eine Richtung. Abwärts. Abwärts? Seine neue Kollektion, von der ich seit einer halben Stunde rede. Bald haben wir einen Konkurrenten weniger am Markt. Ich gehe jetzt nach Hause und rede mit meiner Wand. Das ist unterhaltsamer. Hast du mit ihm auch schon deine abenteuerlichen Theorien über mein Gefühlsleben diskutiert? Nein. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgehauen bin. Wir müssen im Laser noch abstecken. Willst du dir jetzt was beweisen? Sag mal, denkst du auch nur eine Sekunde lang an Tristan? Du sitzt da unten in der Schlossküche und plapperst wild drauf los, dass ich jetzt auf Frauen stehe, oder was? Ich meine, irgendein Bediensteter hätte dieses Gespräch aufschnappen können und weitererzählen. Aber das ist dir natürlich scheißegal. Und stattdessen hättest du mir noch Christian an den Hals, dass der mich jetzt umholt, oder was? Christian war bei dir? Vergiss es einfach. Ich will nur nicht, dass du dich da in irgendetwas hineinsteigerst, was einfach nicht so ist. Das Flaschendrehen, das war ein Spiel. Und im Pool, da ist nichts passiert, verstehst du? Rein gar nichts. Du kannst anfangen. Ich tue dir jetzt einen Gefallen und vergesse, wie du gerade mit mir gesprochen hast. Und jetzt stell dich bitte ruhig hin, benimm dich wie ein Profi, dann kann ich meinen Job machen. Du bist erlöst. Du brauchst mich nicht zu erlösen. Ich habe kein Problem damit, in deiner Nähe zu sein. Nein, natürlich nicht. Sag mal, glaubst du eigentlich, ich bin dein Punching Ball und du kannst auf mich einschlagen, wann immer du Lust hast? Fängst du wieder damit an? Du regst dich nur auf, weil ich recht habe. Weißt du was, Rebecca? Dann lass es verdammt doch mal einfach sein! Schau dich doch mal an! Du stehst doch völlig unter Strom. Ich habe dich vorhin nicht angemacht. Im Gegenteil, ich habe mich bemüht, professionell zu sein. Und wegen Tristan, weißt du, ich möchte auch, dass er glücklich ist. Aber wenn du wirklich so verliebt bist, ja, wie du behauptest, dann wärst du vorhin nicht so ausgeflippt. Ich habe mir deine Beleidigungen gefallen lassen, weil ich sehe, dass du völlig durch den Wind bist. Und weil wir eigentlich Freundinnen sind. Aber weißt du, irgendwann ist Schluss. Aber wenn du unbedingt willst, ich lasse dich in Ruhe. Aber wenn du dann immer noch verwirrende Gefühle hast, dann solltest du dich mal fragen, ob wirklich ich das Problem bin. Oder doch du selbst. Du hast mich sicher nicht hergebeten, mein Brückenmodell zu diskutieren. Ich langweile Charlie schon genug damit. Nein, nein. Ich möchte über die Jana von Landstein Stiftung mit dir sprechen. Ich plane in diesem Jahr wieder eine Spendenaktion und ich brauche kreativen Input. Ich weiß, du hast viel zu tun. Aber Elisabeth, alles, was Jana betrifft, dafür habe ich immer Zeit, das weißt du. Ach, ich habe übrigens gestern mit Nico telefoniert. Ach ja? Ja, diese Tibet-Reise, ich glaube, die hilft ihr gewaltig, über den Tod von Philipp hinwegzukommen. Ihre Stimme klang so begeistert und so frisch. Schön. Sehr schön, das freut mich. Und ich möchte mir von Nico nicht vorwerfen lassen, ich hätte die Dinge während ihrer Abwesenheit vernachlässigt. Also, was für ein Charity-Event könnte man organisieren? Ja, da fällt mir zunächst ein, man könnte vielleicht den Marathon vom letzten Jahr übertreffen. Ja. Wie viel ist da zusammengekommen? 135.000 Euro. Dass du das nur so genau weißt? Wer vergisst schon solch eine Summe? Der Teegräfin. Oh, danke, Justus, ja. Dieses Bild von Nico. Das kenne ich gar nicht. Das
Foto hast du gemacht? Ja. Ja, als Nico noch bei dir gelebt hat. Ach, und übrigens, ich habe gestern mit Nico telefoniert. Also ich glaube, ihre Reise nach Tibet, die hilft ihr wirklich, über Philipps Tod hinwegzukommen. Ihre Stimme, die klang so begeistert und so positiv, so lebendig, ja, so wie ich es wirklich lange nicht mehr von ihr gewohnt war. Versuch's mal mit Gefühl. Was mich erschreckt. Darf ich? Du siehst ganz schön mitgenommen aus. Was ist denn los? Nichts, ich bin nur müde. Was machst du denn hier? Ich bin wegen Marlene hier. Wir haben noch einen Termin mit einem Komponisten. Wir müssen ein paar Songs neu arrangieren und ich wollte sie abholen, also. Wo ist sie überhaupt? Keine Ahnung. Sie ist schon eine Weile weg. Ich rufe sie mal an, mal sehen, wo sie steckt. Tristan, hey, wo bist du? Ja, wo wohl? Bei LCL, ich warte hier auf dich. Jetzt sag mir nicht, dass du unseren Termin vergessen hast. Ja. Nee, du. Ich stehe im Stau. Ich fürchte, ich schaff's nicht. Marlene, dieser Termin ist sehr wichtig. Was soll ich machen? Mich zu euch beamen? Ich bin mir ganz sicher, dass ihr das auch ohne mich schafft. Ja? Nordwest. Andere Richtung. Tequila Sunrise. Ja, Jungs, genießt den Anblick. Das alles wird niemals euch gehören. Wo steckt denn der Besitzer? Falls du deinen Bruder meinst, dem gehöre ich auch nicht. Er hatte seine Chance und hat sie vertan. Heißt das, ihr seid nicht mehr zusammen? Nein. Das heißt, er hat keine Ahnung von einem perfekten Abend. Sowas gibt's nicht, hab ich dir schon mal gesagt. Naja, dann kann ich ja endlich nach Hause. Wenn du Daniel die Füße massieren willst, bitte. Wo hast du ihn denn gelassen? Ich existiere auch ohne Daniel. Ah, wer will tanzen? Ich bin weg, Leute. Zu Hause wartet ein toller Film und ein Sixpack auf mich. Schreib's auf den Deckel. Ich hoffe, du bist nicht so langweilig wie die Fritsches. Komm! Warte, ich wollte hier nur eine Runde Billard spielen. Gut, hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Mal gucken, ob ich's noch drauf hab. Arno hat die gleichen Worte benutzt. Das war wie ein, ja, wie ein Déjà-vu, richtig unheimlich. Ich hab so gehofft, dass ich hysterisch bin. Ja, ich auch. Oh, entschuldige, du weißt, wie ich das meine. Ja, jetzt sieht's so aus, als sei deine Sorge berechtigt. Aber nein. Nein, wir sollten nicht gleich von Alzheimer ausgehen. So eine Gedächtnislücke, das kann doch auch ganz andere Ursachen haben. Hast du diesen Test schon ausgefüllt? Mhm, ich hab mich noch nicht rangetraut. Auf der Internetseite habe ich gelesen, dass Freunde und Verwandte auch viel eher erkennen, wenn ein Mensch an Demenz oder Alzheimer erkrankt ist.
viel schneller als ein Test, weil man einfach den Betroffenen am besten kennt. Bei wie vielen positiven Antworten gibt es denn Anlass zur Sorge? Wenn mehr als zwei Symptome zutreffen. Also, dann. Hat der Betroffene Schwierigkeiten mit seinem Urteilsvermögen? Zum Beispiel damit, Entscheidungen zu treffen? Nö. 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 Na, auf keinen Fall. Nein. Doofes Spiel. Das funktioniert nicht richtig. Was war denn los? Hast du dir mitten am Essen eingeschlafen? Passt. Schmeckt hat's ihm auch nicht. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Und der wollte noch nicht mal so viel mit mir schlafen. Also, wenn du mich fragst, war das einfach schlechtes Timing. Daniel war groggy nach einer anstrengenden Doppelschicht und du wolltest besonders viel Aufmerksamkeit und dass er voll einsatzfähig ist. Gut. Ich kann auch ohne ihn Spaß haben. Jetzt und... Du bist... Ich hab keine Lust mehr. Das war's. Ab nach Hause mit dir. Das, was die meisten Leute hier suchen, das wartet auf dich. Ja, von 8 Fragen. Hm. Arne und Alzheimer, das würde so gar nicht zusammenpassen. Wie du gesagt hast, jetzt kämpft er sich in seinem Alter noch mal durch so ein Studium. Will noch mal ganz von vorne anfangen und jetzt... Aber Spekulationen helfen uns nicht weiter, Charlie. Was wir brauchen, ist die Meinung eines Arztes. Und wie willst du ihn dazu bringen, sich untersuchen zu lassen? Du musst mit ihm reden. Oh. Ah, Elisabeth. Hallo. Wenn ich gewusst hätte, dass du Charlie besuchst, dann hätte ich mir meinen Besuch bei dir ja sparen können. Ach, das war ein ganz spontaner Besuch. Ich habe Zucker nachgekauft, nachdem Jessica unsere ganzen Vorräte geplündert hat. Gut. Außerdem werde ich hier heute Abend bekochen. Zucchini-Gratin. Wow. Bleib doch zum Essen. Bitte. Oh, das tut mir leid, Arno. Ich muss leider los. Also. Die Sonne tönt nach alter Weise in Bruders Ferne Wettgesang und ihr Vorbild. Oder wärst du lieber, wenn ich noch bleibe? Nein, nein, geh ruhig. Ist vielleicht besser, wenn wir nicht zu zweit auf ihn einreden. Tschüss, Arno. Tschüss. Sag mal, was redest du da die ganze Zeit vor dich hin? Aber Elisabeth, Faust, Prolog im Himmel. Es gibt Sachen, die vergisst du dein Leben lang nicht. Natürlich. Tschüss. Tschüss. Denn um die Wette vom Land aufs Meer, vom Meer aufs Land und bilden. Daniel, bist du noch wach? Hey! Hey! Was machst du denn hier? Ich wollte zu dir. Woher hättest du denn gewusst, wo ich bin? Ach, du, ich hätte einfach alle Clubs in Düsseldorf abgegrast und im No Limits hätte ich angefangen. Na, hättest du mich ja schnell gefunden. Damals. Es tut mir leid, dass ich deinen perfekten Abend ruiniert habe. Er ist doch perfekt. Weil wir zusammen sind. Ach, übrigens Lorbeer. In der Bouillabaisse. Das hast du rausgeschmeckt. Wie lassen wir den perfekten Abend denn jetzt ausklingen? Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal eine richtig schöne, lange Fußmassage. Massage klingt gut. Aber müssen wir bei den Füßen anfangen? Oh, du Sau! Ja! Back on the sissy boat.
Wolltest du zu mir? Nein. Doch. Irgendwie. Aber... Ich fürchte, ohne unsere Hauptdarstellerin bringt das Ganze reichlich wenig. Vielleicht ist Marlene inzwischen aus dem Stau raus. Ich versuch's nochmal. Also, das, was du vorhin über Olli und... Verdammt nochmal, ich stotter nie. Was soll das denn? Kaffee, Kekse, Karotten und... Ach, guck mal hier, was haben wir denn da? Rotwein. Wie wär's? Ja, sehr gern. Das ist die Mobilbox von Marlene von Lahnstein. Leider bin ich zurzeit nicht zu erreichen. Tee und Kekse. Jetzt fühle ich mich endgültig wie in einer Selbsthilfegruppe. Wenn du zum Reden Rotwein brauchst, kein Problem. Nein, vielen Dank. Ich bleib beim Tee. Olli war schuld. Das habe ich damals so gedacht. Er war schuld daran, dass ich total verwirrt war. Er war schuld daran, dass ich mich nicht mehr wie ein Mann gefühlt habe. Ja. Ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass ich mich einfach in einen Menschen verliebt habe. Egal ob Frau oder Mann, einfach ein Mensch. Ist das wirklich die richtige Einstellung? Wenn ich an Rebecca denke. Störe ich euch etwa? Ja. So wird das übrigens nichts, Leute. Ich beende mal eben gerade euren kleinen Teekranz. Dann gleich geht's kernig weiter mit Bier und Bruce Willis. Weißt du, da fand ich Flaschen drin echt witzig. Du tust Dinge, die du sonst nie tun würdest. Das meiste davon findest du schrecklich. Aber du bist so betrunken, dass du es schon wieder lustig findest. Aber dieser Kuss, der war weder schrecklich noch lustig. Das hat mich einfach umgehauen. So was habe ich noch nie erlebt. Seither, ich träume von ihr ziemlich eindeutige Sachen, was du verstehst, was ich meine. Was Rebecca da heute gesagt hat, ich glaube, es stimmt. Obwohl ich nie in eine Frau verliebt war. Noch nie mal als Teenager habe ich was mit einer Frau angefangen, nicht mal aus Spaß. Nie. Verliebt? Also nicht, dass du jetzt denkst, ich bin nicht in Rebecca verliebt. Ich kann nur verdammt noch mal nicht aufhören, an sie zu denken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass sie umsonst hierher gekommen sind, aber den Verkehr hat man leider nicht unter Kontrolle. Auf Wiedersehen. Wir holen den Termin auf jeden Fall nach. Tristan tut alles für mich. Wir sind glücklich, endlich. Warum kann ich nicht aufhören, an Rebecca zu denken? Komm her. Marlene? Du warst die ganze Zeit von außergewöhnlicher Schweigsamkeit. Ich war übrigens heute bei Elisabeth. Auf dem Schloss und dann hast du sie hier angetroffen und hast gesagt,
Den Weg hättest du dir sparen können. Ja, ja, natürlich. Ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Ich meinte natürlich, als ich bei Elisabeth war. Warte, warte. Mittlerweile bin ich nicht mehr die Einzige, Arno, die sich Gedanken um dein Erinnerungsvermögen macht. Was ist das? Eine Art Test, den man machen kann, wenn einem das Gedächtnis manchmal einen Streich spielt. Ein Alzheimer-Test? Bist du noch zu retten? Arno, komm, lass uns vernünftig darüber reden. Nein, da gibt es nichts zu reden. Ich bin völlig in Ordnung. Ricardo hat das bestätigt. Ohne eingehende Tests kann er das allenfalls vermuten. Bei 3 Punkten. Moment mal. Elisabeth? Hat sie mich deshalb angeladen? War das deine Idee? Du steckst Elisabeth mit deiner Paranoia an und inszenierst ein Treffen, bei dem sie mich unter die Lupe nimmt? Ich bin nicht paranoid. Doch! Und das weiß Gott nicht zum ersten Mal. Mir geht es gut. Und ich lasse mir von dir nicht das Gegenteil einreden. Wenn dein Leben so leer ist und armselig, dass du dich ständig in meines einmischen musst, dann habe nicht ich, dann hast du ein Problem. Lass mich endlich damit in Ruhe!